Nach drei ungeschlagenen Bundesliga-Partien und dem Weiterkommen im DFB-Pokal kassierte Bayer Leverkusen am Samstag gegen Hertha BSC eine 0:2-Niederlage. Das lag besonders daran, dass die Bayer-Offensive nicht so konsequent agierte, wie noch in den vergangenen Wochen, und sich an der Berliner Defensive die Zähne ausbiss. Am Ende musste die Werkself nicht nur die Pleite, sondern auch einen kleinen Rückschlag in der Verfolgergruppe hinter Bayern München einstecken. Auf den zweiten Platz, den man vor dem Spieltag verteidigen wollte, weist die Truppe von Trainer Heiko Herrlich nun 3 Punkte Rückstand auf. Die englische Woche brachte zwar auf der einen Seite das Halbfinale im DFB-Pokal mit sich, andererseits konnten die Leverkusener ihr Punktekonto in der Liga um lediglich einen Punkt, 0:0 in Freiburg, erhöhen. Dass Niederlagen in der dichten Tabellenspitze mit einem Abrutschen sofort bestraft werden, musste jedem klar sein. Aber Leverkusen kann sich jetzt erstmal in den gewohnten Rhythmus zurückbegeben, während die ärgsten Konkurrenten aus Leipzig und Dortmund unter der Woche harte Euroleague-Spiele bestreiten müssen. Symbolisch für die Heimpleite gegen Hertha BSC stand die Szene, in der Leon Bailey versuchte, einen indirekten Freistoß im Strafraum im Tor unterzubringen. Bender zu dieser hektischen Situation: Wir haben es einfach nicht geschafft, den Ball über die Linie zu drücken. Es sollte nicht sein, oder es hat die letzte Überzeugung gefehlt. Punkt. Aber die Tage, hast du halt mal dabei, und das werden wir richtig einschätzen. Anführungszeichen: In Leverkusen geht der Blick nach vorne. Punkt. Und vor der Tür steht das Auswärtsspiel beim Hamburger SV. Das Spiel in wird ganz wichtig. Die Arbeit fängt beim nächsten Training an und hört erst mit dem Abpfiff in Hamburg auf. Wir wissen, wie schwer es wird, sie stehen mit dem Rücken zur Wand und werden uns nichts schenken, weiß Sven Bender. Was er ebenfalls weiß: Damit Bayer weiterhin das Ziel Champions League in der eigenen Hand hat, ist ein Sieg Pflicht.